Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Und willkommen auf meinem Kanal InCav. Ihr habt euch gewünscht, dass ich jetzt öfter mal solche Real Talks bringe. Und das mache ich jetzt einfach mal, weil ich bin gerade im Urlaub. Und ich dachte mir so, weißt du was, wir haben so viel Zeit. Da kannst du dich eigentlich auch an den Strand chillen und einfach mal ein Real Talk Video aufnehmen. Und zwar hatten mich einige gefragt, wie ich jetzt eigentlich zu Fire Golden stehe, ob ich Kontakt zu ihm habe, was meine Meinung zu seinem Kanal ist und wie hier irgendwas abläuft. Währenddessen ich das Video gerade mache, ist meine Freundin gerade im Wasser und tatsächlich sind dort irgendwelche Leute nackt baden. Also deswegen kann ich jetzt nicht darüber schwenken. Deswegen seht ihr mich aus dieser Perspektive. Kuss geht raus erstmal dafür. Ja, also was sage ich erstmal generell zu Fire Golden? Ich muss sagen, damals war ich ja ganz gut mit dem befreundet, beziehungsweise wir waren nie befreundet. Ne? Also viele denken, wir waren Best Buddies oder so, weil ich mit ihm Kooperation hatte. Aber da lief halt auch nicht viel mehr als Kooperation. Also wir haben uns für ein Video mal auf Discord getroffen, haben ein bisschen Skript geschrieben, war auch eine geile Sache, muss man einfach sagen. Aber das war jetzt nie so, dass man sich jetzt freundschaftlich irgendwie getroffen hat oder so mal zusammengechillt hat. Das war eher selten der Fall. Und deswegen, das kann ich euch schon mal dementsprechend sagen. Einige denken halt wirklich, dass wir wirklich beste Freunde waren oder so, aber das war nie. Und es hat auch nicht gestimmt. Also von daher, das ist eigentlich immer ziemlich los, wenn irgendjemand sagt, hier, wie kannst du dem nur so in den Rücken fallen oder gegen ihm sein. Ja, dann ging es weiter eigentlich. Fire Golden hatte halt viele Sachen gemacht, die uns bei Jungsbürgern halt etwas gestört haben, sagen wir einfach mal so. Selber kritisiert er die ganze Zeit irgendwelche Sachen und dann selber macht er das mit der Premiere-Funktion und andere Sachen, wo man sagt, also ist halt komplett gegen die Community und nur für die Statistiken. Naja, hat er gemeint, die Premiere-Funktion ist ja gut für seine Analytics und dass sein Kanal weiter steigt. Im gleichen Moment hat er sich halt keine Freunde damit gemacht und ich habe es auch kritisiert und er hat es immer weiter und immer weiter gemacht, weil er gemeint hat, ja, die Analytics-Teams sagen aber was anderes. Sehr, sehr nice auf jeden Fall dafür. Ja, also das war dann der nächste Punkt und dann ging eigentlich so das ganze Theater los, dass wir uns, sage ich mal, so ein bisschen gegen Fire Golden eingestellt haben. Lag einfach daran, dass er halt übelst weird auf Sachen auch reacted hat, damals auf meine Tierlist. Ja, also die Argumentation, die ist ja mega schwammig. Und ja, Unge, lies das bitte. Lies den Chat. Schau in den Chat, Bruder. Ganz wichtige Sache, auch noch solche Sachen. Also da waren viele Dinge, wo ich sage, das kann man schon kritisieren bei Fire Golden. Ja, und das hat sich dann eher auseinandergelebt. Und auf der Gamescom war halt eine ganz lustige Zeit. Wir haben ein bisschen auf Trollbasis, also Kunde von ich, wir haben so ein bisschen auf Trollbasis eine Anti-Fire Golden-Allianz gebildet. Ja, und dann war er halt ziemlich toxisch drauf, was das Ganze anging. Ne? Wir haben das erstmal als Spaß gemeint, aber dann später wurde es dann halt nach und nach ein bisschen ernster. Und ja, also an sich eigentlich eine amüsante Zeit. Und ich glaube, wir wollten nie Fire Golden krass schaden oder so. Es war einfach mehr Unterhaltung als alles andere. Und deswegen das schon mal zur Vorgeschichte. Also ich kann euch schon mal sagen, wir waren nie beste Freunde oder so. Wir waren nie richtig krass miteinander, ja, wie verbunden, was das Ganze anging. Auch mit Kooperation hatten wir jetzt auch nicht so extrem viele. Ne? Wir wollen es mal nicht übertreiben. Und ja, also Best Buddies waren wir nie. Und als er dann weggegangen ist, als er erstmal aufgehört hat mit YouTube, muss ich sagen, okay, konnte ich verstehen, weil die letzten Videos, es war im November oder so, die waren halt echt scheiße und die letzte Kooperation, die war richtig beschissen. Ja, dann war er erstmal weg, dann hat er ja sein Comeback gefeiert sozusagen. Das war ja, glaube ich, am 31. Dezember hat er sein Comeback gefeiert. Muss ich auch sagen, das Video war richtig gut, hat mir gut gefallen, ne? Schön Tim auseinandergenommen. Nicht Spaß. Aber war auf jeden Fall ganz geil. Hat mir ganz gut gefallen. Ich habe das schon enjoyed, das Video. Obwohl ich eigentlich jetzt nicht so der allergrößte Fan bin von Fire Golden, muss man einfach so sagen. Aber dann die Videos mit den Interviews waren halt so fucking lost. Vor allem mit Abge. Also sorry, Abge ist für mich, ey, wirklich der Inbegriff von abgehoben oder so. Er kann sich von mir das Abgehobenen. Ne? Aber mit ihm habe ich jetzt auch nicht weiter Kontakt. Aber ich fand die Videos richtig, richtig schlecht einfach. Auch mit CEO, so richtig belanglos dieses Video. Deswegen hat mir auch ehrlich gesagt null gefallen. Und ich habe mir da mehr erwartet von Fire Golden. Und jetzt ist er ja wieder weg, seit geraumer Zeit, schon seit vielen Monaten. Ich glaube, seit 3-4 Monaten macht er ja gar nichts mehr. Weder auf Twitch noch auf YouTube. Er ist auf Twitter manchmal aktiv und auf Instagram. Aber das kriege ich auch nicht weiter so mit. Ja, und ich muss halt sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass er halt sein Potenzial komplett verschwendet. Ich meine, er hat eine Community mit über 200.000 Abonnenten aufgebaut und wirft das halt jetzt einfach so in den Sand. Würde ich niemals machen, weil ich meine, 200.000 Abonnenten, wann hast du die Chance nochmal mit deiner Leidenschaft, mit dem, was du gern machst, Geld zu verdienen und halt viel Reichweite zu bekommen? Ist halt wirklich mega, mega krass. Ne? Also kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht kommt er ja wieder zurück. Ich glaube, er hat auch schon mal irgendwas gesagt, dass er eventuell mal wieder zurückkommt, aber da wissen wir ja nicht Bescheid. Ich weiß nicht, ob ich mir das wünsche, dass er wieder zurückkommt, weil ich mir vorstellen kann, dass er danach halt komplett in der Irrelevanz versinkt. Und ich persönlich bin auch so, wenn er jetzt wieder kommt, werde ich, glaube ich, nicht mehr seine Videos schauen. Also ich meine, ich finde, er ist so langweilig geworden und wenn er jetzt wieder solche Videos macht, mittlerweile, der Standard hat sich so, der ist viel höher geworden vom Unterhaltungswert und Fire Golden ist halt für mich
so der Inbegriff von Nicht-Unterhaltung, von Nicht-Comedy, von irgendwas, keine Ahnung. Wenn er vor der Kamera ist, ich kann es mir aber auch nicht angucken. Das tut mir auch weh und leid teilweise, weil er ist einfach nicht der Typ, der wirklich vor der Kamera die Videos machen kann, und hinter der Kamera die Videos, die entscheue ich einfach nicht. Deswegen, das sind alles so Aspekte, weshalb ich Feuergrund eigentlich nicht gerne schaue. Und Da Vinci eigentlich, das ist wie Da Vinci, so vor der Kamera, ich weiß auch nicht, ich kann mir den auch nicht wirklich so krass geben, weil es einfach so, das ist so langweilig. Ne? Das ist doch nicht mal böse gemeint, aber manche Leute, die können halt vor der Kamera gut sprechen, und manche, die sind halt einfach langweilig, so aus Prinzip. Und so ordne ich halt auch die beiden irgendwie ein, und das ist irgendwie ein bisschen schade, weil das Potenzial ist dahingehend halt voll verschwendet. Ja, also meine Meinung ist, wenn er wieder zurückkommt, wird er in der Relevanz versinken. Also kann auch sein, dass ich mich da täusche, ne? Das wird sich dann ja vielleicht herausstellen. Und ich persönlich weiß nicht, ob ich mir das wünschen würde, wenn Feiergrund wieder zurück ist. Auch wenn ich das ab und zu mal geäußert habe, dass er ja gerne zurückkommen kann. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich einen Mehrwert bietet, wenn er wieder mit am Start ist. Ne? Aber das nochmal dazu, das ist jetzt meine Meinung zu Feiergrund derzeit. Er kann gerne wieder zurückkommen, ich habe damit gar kein Problem. Aber jetzt zu Kooperationen oder jetzt krasse Freundschaften werden da definitiv nicht mehr gebildet. Also da habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf. Wer auch allein von der Tierlist so toxisch reagiert, da muss ich halt komplett los. Ja, das war jetzt erstmal der Real Talk am Strand. Ne? Also Kuss geht raus an jeden, der das jetzt bis hierher angeguckt hat. Reactet gerne drauf und lasst alle ein Abo da, damit wir hier auf jeden Fall die 100.000 Abonnenten in Kürze erreichen, noch vor meinem Hauptkanal. Danke dafür, und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Bänkchen, euer Alpha Kevin, und ciao.